Hallo und herzlich willkommen hier bei Bioshock Infinite. Ja, liebe Freunde, ich hatte eine längere Auszeit und habe mir gedacht, komm, das musst du jetzt auch mal endlich zu Ende bringen. Und zwar nicht nur, damit das zu Ende gebracht ist, sondern weil auch ich endlich mal wissen will, wie es denn jetzt ausgeht. Und deswegen werden wir da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nämlich vor dieser Tür mit diesem Schloss, das so komisch blinkt und uns damit sagt, öffne mich. Dann werden wir das mal tun. Beziehungsweise Elisabeth wird das tun, weil Booker ist ja anscheinend zu doof dafür, ein Schloss zu knacken. So. Ja, was davor passiert ist, naja, ihr könnt euch ja den anderen Teil natürlich angucken. Aber hier war ein Luftschiff und auf diesem Luftschiff ist Comstock. Angeblich. Und ob dem jetzt nun wirklich so ist, das versuchen wir jetzt rauszufinden, indem wir diese Leiche plündern. Nee. Geld. Ja, super. Hier, Geld. Nehme ich immer gerne. Ich werde es zwar nicht mehr brauchen, aber das macht jetzt erstmal nichts. Munition für Revolver. Ich könnte mal Munition fürs MG gebrauchen. Andernfalls müsste ich doch mal eine andere Waffe wechseln. Zu einer anderen Waffe wechseln. Munition für Panzerfaust. Eine Silberigel. Warte mal, war das ein Automat für Munition? Ja, klar, war ein Automat für Munition. Und ich wette jetzt. Ich kaufe mir jetzt Munition fürs MG. Ach nee, das ist Schadensboost. Waffenupgrades. Schaden des Salvengeschützes. Ne, das ist das nicht, was ich habe. Das ist die Burst Gun. Was ist das? Das ist Sniper. Das ist Repetiere. Ich glaube, wir haben fürs MG. Fürs MG haben wir, glaube ich, schon alle Upgrades. Was gibt, ja. Schade, ich habe eigentlich gehofft, dass das ein Munitionsautomat ist, aber. Und ob das eine Knarre ist, soll ich dir zeigen? Nee, lieber nicht, sonst habe ich gar keine Munition mehr. Das wollen wir ja nicht. Weil ich weiß ja nicht, was jetzt noch passiert. Ich will es ja jetzt endlich mal rausfinden hier. Und deswegen gehen wir einfach mal schnurstracks weiter. Vielleicht finde ich ja auf dem Weg noch Munition für ein Maschinengewehr. Wer sagt's denn? Zwar bloß 11 Schuss, aber immerhin etwas. Und zur Not. Was ist das? Da, Entdeckung! Was? Entdeckung? Wie Entdeckung? Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern. Och nö. Zieh dich um, Elisabeth. All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat David je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Los, runter mit dem Kopf. Mach mir mal Deckung hier. Oh, cool. Wieso kriege ich jetzt die Tipps da nicht nochmal eingeblendet? Ah. Das geht ja schon gut los. Wahrscheinlich gehe ich jetzt gleich mal drauf am Anfang. Weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Ah, cool, da ist der Schild. Komm, machen wir mal Deckung bitte. Danke. Danke, 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 danke. So, jetzt hat er erstmal keinen Kopf mehr. Jetzt weiß er nicht mehr, wo er hinschießen soll. Deswegen können wir ihm jetzt getrost. Hallo? Der schubst mich hier rum. Hey! Ah, ja, war ja klar. Wie? Ja, das ist nicht so. Es ist eher weniger vorteilhaft, aber gut, wir haben wieder ein Schild. Boah, da liegt noch was, da liegt noch was. Nö, eine Pumpgun. War klar. Ey, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, ey? Könnt ihr mich. Natürlich tun sie es nicht. Na, es geht doch. Dabei haben tut er auch nichts. Boah, wie bitter, ey. Oh! Das ist ja einer von der Sorte. Elisabeth, sitzt du gut? Ja. Ja, hallo?
Ja, brenne, brenne. Was, habe ich jetzt gar keine Munition mehr? Ja, das ist leider alles. Das ist super. Danke, Elisabeth. Du hilfst mir weiter. Nicht mehr viel Munition. Such neu. Ja, klar. Wie denn? Ah, cool. Danke. Geht doch. Also mein Aiming ist deutlich geschrumpft in der Zeit, wo ich nicht mehr gespielt habe. Und meine... ja, super. Was war das? Das war's. Meine Tasten habe ich auch nicht mehr drin. Ach, wirklich? Dann schießen wir dir erstmal deinen Kopf runter, dann kannst du nämlich kein Ziel mehr nicht verfehlen. Mann! Boah, wie viel denn noch? Ach, der hat immer noch einen Kopf auf. So, wo ist er? Boah, Alter. Was? Ach komm schon. Oh Mann. Von wo denn? Ach, von da. Lol. Ist jetzt endlich Ruhe. Oh, meine Fresse. Das ist ja schlimmer als auf dem Flohmarkt, ey. Nein, das will ich nicht. Du sitzt ja da super drin. Macht Spaß. Ist bequem. Na, vielleicht entdeckt man dich ja dann nicht. Ist ganz gut. Ist eine super Idee. Einfach im Leichenhaufen hocken. Ja? Oh, cool. Schön, dass ich den jetzt sehe. Ach. Komm schon. Ist das dein Ernst? So, jetzt gehen wir am besten ohne Munition, gehen wir weiter. Wo muss ich hin? Muss ich da hin? Das ist verschlossen. Im Kampf knacken nicht möglich, ja, ist klar. So, ist jetzt Ruhe. Ah, da ist auch noch einer. Danke. Muss ich erst immer das Magazin mehr schieben? Da steht noch einer. Das gibt's doch nicht, ey. In den Kopf. So, und jetzt ist Ruhe. Immer noch nicht. Ach komm schon, Alter. Du machst gar keinen kalt. Alter? Habe ich gerade echt Alter gesagt? Verzeiht, ich habe Alter gesagt. Was, wo? Das Shuttle dort kann uns zur Hand of the Prophet bringen. Ach, wirklich? Dann räume ich es mal leer. So, bitteschön. Kannst du hinfliegen. Ich bleib hier und mach Urlaub. Kein Bock mehr. Ist mir zu anstrengend hier. Zu viel Aufregung und so. Da mache ich nicht mehr mit, ich steige aus. Den Rest kriegst du ja auch alleine hin. So. Da war doch vorhin was. Im Kampf knacken nicht möglich. Ich will wissen, was da drin gibt. Da gibt's bestimmt irgendwas Interessantes. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Überleg dich, mach einfach. Mach einfach. Danke. Ja, ich weiß. Keine Ahnung, warum diese Tipps immer noch kommen, aber... Munition für Revolver. Was haben wir da? Ach cool, kriegen wir wenigstens die Lockpicks wieder zurück. Leiche durchsuchen, durch die Gitter durch. Munition für Feuerhagel. Feuerhagel. Was denn das nun wieder? Daran kann ich mich gar nicht erinnern an Feuerhagel. Ah. Oh cool, ein Pick benötigt. Hier, mach mal. Ich guck da mal die Schränke durch, in denen nichts ist. Bitte sehr. Na gut, dann nehmen wir doch den Automaten. Tresor durchsuchen, ja super. Für was brauche ich das alles? Ich habe so das dumpfe Gefühl, nachdem wir jetzt zu Comstock langsam kommen,
nimmt das Ganze eh schon langsam sein Ende. Findet das Ganze sein Ende. Oh, cool. Guck mal. Ist das Vini Vidi Vigor? Okay, der hat das da. Der hat das Zeug. Der hat das Zeug. Wieso habe ich jetzt eigentlich den wieder ausgerüstet? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich hier unten gewechselt habe. Teufelskurshilfe. Fügt Mini-Klasse für einen größeren Wirkungsbereich dazu und Boost erhöht den Schaden. Absender. Sogboost. Ladungsboost. Ach nee, komm. Scheiß drauf. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Was liegt da hinten? Sehe ich jetzt erst. Bist du für eine komische Truller? Eine Kiste. Toll. Toll. Tolle Bohne. Hier. Nehmen wir mal. Hör mal an. Ach. Mein Bruder hat mir ein Ultimatum gestellt. Schicken wir das Mädchen nicht dorthin zurück, von wo wir es geholt haben, müssen wir beide uns trennen. Wo er eine leere Seite sieht, sehe ich König Lear. Aber er ist mein Bruder. Und so spiele ich meine Rolle, wissend, dass alles mit Tränen enden wird. Oh, das hört sich ja nicht so gut an. Eigentlich eher ziemlich traurig. Na, guck mal, da kann man durchgucken. Da kann man durchgucken. Da kann man durchgucken jetzt. Mann! Ei, guck an. Ein leuchtendes Haus. Okay. Sonst gibt's nichts zu sehen. Da brennt's, ja. Mhm, ja. Eher uninteressant, aber macht ja nichts. Los, wir gehen jetzt erstmal darüber. Hü, hopp. Sammeln. Dieses Schiff wird zur Hand of the Prophet zurückkehren. Ich erwarte entsprechende Befehle. Ja, das ist schön. Oh, cool. Guck mal. Schrotflinte. Sollen wir die austauschen gegen die. Nein, ich habe gerade Munition gefunden. Ich tausche jetzt gar nichts aus. Also stehe ich nachher bloß wieder da. Oh, cool. Nehmen wir doch gleich mal mit. Das hätte ich mal früher wissen müssen. Und hier haben wir. Karabiner. Nehmen wir den Karabiner mit? Ich ärgere mich jetzt schon, dass ich das getan habe, wahrscheinlich. So, gut. Betätigen wir den Hebel und schauen, wie es weitergeht. Kurs auf die Hand of the Prophet. So, und die ist wo? Kann man da runterfallen? Nee, lass mal lieber. Leertaste greifen? Was? Wie? Wo? Möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben. Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Ja, da würde ich auch weggucken. Was? Was denn jetzt wieder? Wir sind doch noch nicht mal da. Da drüben. Comstocks Leute, sie wollen zu uns. Wer redet den Angriff aus der Luft ab? Ja, wo? Ich sehe. Ja, hallo? Die Herren? Wie soll ich den abwehren? Ich sehe ja nicht mal jemand. Ach, jetzt. Oh, das ist gar nicht so einfach. Hallo, wenn das Schiff mal stillstehen würde und die nicht die ganze Zeit rumhampeln würden, dann wäre das gar nicht so schwer. Ja, genau, und jetzt ist die Muni alle. Jetzt ist die Munition alle. Bleibst du jetzt mal stehen, ey? Bam. Gewackle. Och, meine Fresse. Dauert noch ein wenig. Ja, da hast du recht, es dauert noch ein wenig. Entschuldigung. Was ist jetzt? Oh, nee. Danke. Ach, Mann. Ja, lol, ist gut. Jetzt weiß ich auch, warum das Medikit da dran hing. Noch ein
Banks. Was? Wo? Ach nö. Ach komm, jetzt reicht's mir hier. Ich nehme wieder das da. Och. Ja, nee, super. LOL. Ja, genau, du kannst auch dein eigenes Schiff abballern. Das ist super. Was? Ja, damit. Danke dir. Danke. Ich glaube, bei euch hackt's. So, ist Ruhe. Da war doch noch ein zweites. Ich hab's ganz genau gesehen. Da war noch ein zweites. Ich komm mal kurz rüber zu dir. Na, was sagst du dazu? Und wieder zurück. Hallo, bin wieder da. Na, alles klar? Ach, komm schon. Wirklich? Wo? Uah. Wow. Nein! Nein! Ah. Was bist du denn für einer? LOL! Da steht ja noch einer! Ich könnte mal... LOL? Ja. Oh cool, danke. Wo hast du das jetzt gefunden? Hättest du ruhig mal früher finden können. Was? Ey, komm. Oh, okay. Ja, Entschuldigung. Danke. Ja, wirklich perfekt. Aber jetzt könnte ich mal ein bisschen. So. Wahnsinn! Ach komm schon! Das kann doch nicht so... Och man, jetzt habe ich ihn getroffen. Oh, echt hey. Das kann doch nicht so schwer sein, ey. Junge! Oh, nein. Nein, lass mich. Mehr hab ich nicht. Salze, hier, bitte. Cool, danke. Sehr nett von dir. Jetzt lebt da immer noch einer. Das ist doch zum aus der Haut fahren. Da ist ach, wie, jetzt ist die ganze Muni weg? Und uns hochkämpfen. Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein, nicht wahr? Nein, nicht wahr? Hä? Schneide ich jetzt nicht? Ja, super. Ich wollte mir gerade neue Munition suchen, aber das scheiß Ding ist einfach... Skylines, überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Comstock ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf. Ach ja. Okay. Na, wenn du das sagst. Sieh dir bitte an, mein Kind.
Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Lieber halt mal das. Wie? Wer da ist? Oh! Ich bin da. So, jetzt ist aber Schluss mit lustig hier. Ich kann nichts finden. Ja, macht nichts. Erstmal, ach, da geht's nach drin. Okay, gut. Dann sind da drüben. Danke. Na, der hat aber nicht viel dabei. Muss ich schon mal sagen. So, jetzt ist aber... Hast du mich gerade geschlagen? Das war so klar. Das war so klar. Ja, okay. Geld verlieren ist nicht schlimm. So, jetzt habe ich... Doch, ich habe noch Muni. Okay, das war's. Das ist... Maschinengewehr. Scheiß auf den Sniper. Wir nehmen Maschinengewehr. Hier liegt genügend rum. Nein. Mann, das ist Munition. Wieso kann er die nicht nehmen? Du lebst noch? Okay, gut. Leute. Ah, nein, doch noch nicht. Ist jetzt endlich Ruhe. Ist jetzt endlich Ruhe, meine Güte. Echt, hey. So. So, meine Damen und Herren. Hiermit verabschiede ich mich von dieser Folge Bioshock Infinite und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, hoffentlich. Bis dann.